Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Let's Play Star Wars Battlefront, beziehungsweise in dem Fall eigentlich einen angezockt Video. Ein ganz neues Spiel, eine ganz neue Beta und die will ich euch heute ein wenig genauer zeigen. Denn das Spiel bringt wirklich Spaß mit sich, aber das kann ja jeder sagen. Deswegen gucken wir uns erstmal jetzt ein kleines Filmchen dazu an. Und danach springen wir ins Gefecht. Also, guckt das Filmchen an, dann wisst ihr, um was es geht. Und danach sehen wir uns im Game wieder. Hi players, this is John Boyega. Thanks for joining the Star Wars Battlefront 2 Multiplayer Beta. Today, you'll experience just a small taste of what the full game will have to offer at launch. But we're excited to get you into the game early. Before we begin, let me give you a rundown of what's in store for you this November. Whether dominating the multiplayer battlefront as Kylo Ren, leading your squadron through thrilling dogfights in space, stepping into the boots of Aiden Versio in a new single-player campaign, or mastering your skills in the arcade mode. This is a Star Wars experience like none other, with greater depth and progression than ever before. Star Wars Battlefront 2 has nearly triple the number of locations, heroes, and vehicles as its predecessor. It all starts with the Battlefront. Over 14 locations to explore across all three Star Wars eras. In today's beta, you'll have a chance to explore Naboo, Fondor, Takodana. Star Wars Battlefront 2 introduces class gameplay. Choose from the Assault, Heavy, Specialist, and officer classes, each with unique abilities, weapons, and weapon attachments that give you an edge in battle. But it's not all about the power of the individual. The better you play with your team, the more battle points you'll earn to call in powerful reinforcements, such as clone drum troopers or B2 super battle droids, and a wide range of vehicles, both on the ground and in the air. Battle points are also key to bringing iconic Star Wars heroes into battle. In today's beta, you'll experience four. Darth Maul, Boba Fett, Han Solo, and Rey. You want to fight? Each hero has unique abilities for you to customize and master. Choose the right moment to call in your hero and turn the tide. Give up. And last but not least, we have starfighters. Just like troopers, each starfighter has a class. And just like battle points bring your favorite heroes into battle, they can also bring in your favorite hero ships, including the iconic Millennium Falcon, all with unique handling and upgradable abilities. The Star Card system has been completely rebuilt. These powerful collectibles exist for everything you can spawn in at, be it a trooper, a vehicle, reinforcement, or hero. In the beta, you'll get a taste of the customization available in the full game, with a small selection of star cards to get you started. You can find them in crates, or craft and upgrade them using parts. The rarer the tier of card, the more powerful its effect in battle. Signature's locked. Choose the right star card for the right situation, and get ready to fight. Star Wars Battlefront 2 contains 5 different multiplayer modes. In today's beta, you'll get a chance to play 3 of them. Strike, strategic, objective-based battles. Starfighter Assault, intense dogfights across high atmosphere and space. And Galactic Assault, epic 20 versus 20 all-out warfare. Not ready for multiplayer yet? No problem. Perfect your skills and try out all of your abilities in the arcade mode. Play co-op, versus, or solo, and earn rewards. Star Wars Battlefront 2 single-player campaign debuts an untold story. The Emperor is dead. Helping bridge the events of the Return of the Jedi and the Force Awakens. So what happens now? We retaliate, Commander. As Aiden Versio, a Special Forces soldier as equally lethal on the ground as she is in space, you'll fight for the future of the Empire in a galaxy breaking apart. Burn them up! Want to find out more? Prepare to jump into Aiden's story yourself this November. Star Wars Battlefront 2 is a massive world, and today's beta is just a small slice of what you experience in the full game at launch. Until then, make sure you check out what's coming up in the daily calendar. We have a whole host of challenges to keep you entertained,
including rewards that you can carry over into the game's launch to get a head start this holiday. Now prepare to dive into the Star Wars Battlefront 2 multiplayer beta. So, und da sind wir jetzt also auch im Spiel und wir sehen hier, wir sind auf Seiten der Druiden und da gibt es mehrere Möglichkeiten. Es gibt hier so verschiedene Karten, die muss man sich aber erstmal erspielen, beziehungsweise kriegt man dann dementsprechend bla 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 bla. Dann kann man hier auch verschiedene Equips sich zusammenstellen und es gibt natürlich auch verschiedene Klassen. Assault ist so der ganz klassische, Heavy ist der mit dem dicken Kanone, Officer. Der kann so Drohnen hinstellen und Specialist ist der Sniper. Und hier gibt es dann sozusagen für die Battle Points im Spiel Möglichkeiten, so die richtig dicken rauszuholen. Und hier, das sind die Heldenklassen für 5000, hier aber auch so Kampfdroiden. Also da werden wir versuchen, ein bisschen was zu können. Jeder kann so ein bisschen was Besonderes. Ich werde jetzt erstmal mit dem Specialist anfangen. Der hat eine Shock Grenade und dann Infiltration. Dementsprechend, da sind wir unentdeckt. Erstmal gegenüber den Marx und mit F, da sehen wir die Gegner einfach mal ein bisschen besser. Geht um Naboo. Da müssen wir erstmal den Palast stürmen mit hier dem Ding hinter uns. Und ich kann euch jetzt schon mal sagen, die Atmo in dem Spiel ist abnormal gut. So, dieses Ding, das muss jetzt da Richtung Gegner vorkommen. So, ich bin schon recht low. Und der Gegner macht es mit Disruptor. Oh, 90 Player Damage. Dann ganz gut. So, wir können jetzt auch mal mit... Hier sehen wir den Thermal Detector. Den also, wo ist dein Gegner? Da sehen wir, der ist aber recht close. War denn der jetzt hin? Ah, ja. Das war natürlich ganz schön fail. Gib ich ehrlich zu, dass ich mich da so von dem einen trollen lassen. Also wichtig ist hier, der Gegner, der bekommt ja so einen Disruptor. Und mit dem Ding schießt er dann unser MTT ab. Und wenn er den Disruptor bekommt, dann müssen wir dementsprechend Gas geben. Oh, oh, oh. Da hat der Thermal Detonator aber beste Arbeit geleistet. Denn da haben wir ehrlicherweise keine Chance gehabt. So, Specialist ist recht klar. Dann zeige ich euch mal den Assault. Roger, roger. Also auch die Sprüche aus dem Film, die sind auch dann wieder dabei. So, und dann gehen wir jetzt mal hier vor. Kommt eine Granate von unten. Keiner sieht. So, jetzt sehen wir hier hinten. Da müssen wir jetzt verteidigen. Sniper. So, jetzt ist der Iron Disruptor launched da hinten. Nein! Jetzt habe ich mir gedacht, vor lauter Defenden musste irgendwas passieren. Aber in dem Fall einfach mal falsch gedacht. So. Ich zeige euch mal den nochmal jetzt ein bisschen ausführlicher, weil hier geht es nicht um Highscore-Hammer-Gameplay, was ich euch natürlich leidenschaftlich gerne liefern würde. Aber darum geht es jetzt erstmal nur so bedingt. Und zwar, ihr habt hier mit Q eben... Oh, da hat schon... Ja, Disruptor does really work, ja. So. Ihr habt zwar mit Q eine Granate, die ihr werfen könnt. Zack. Dann mit F zum Dart, dann könnt ihr sehen, wo ist denn da der Gegner überhaupt? Und mit E. Dann so eine Art Pumpgun. Our
forces have reached the first waypoint. Continue the escort. Target acquired. Rearming for close attack. So, wenn der da einfach so stehen bleibt, dann hat er sich aber mit dem ganz Falschen angelegt. So, aber den nehme ich noch mit. Ah, schade. Der hat sich schön weggerollt, aber wenigstens endlich mal eine gute Aktion. Da kann ich jetzt Reinforcements wählen. Da könnte ich jetzt hier in dem Fall da ein bisschen was auswählen. Außer wohl durchgestrichen ist, das geht schon nicht mehr. Aber in dem Fall, ich will euch ehrlicherweise noch ein bisschen hier dann die Heldenklassen zeigen. Deswegen bleiben wir jetzt erstmal noch was bei was anderen. Nehmen hier den Heavy. Dann sehen wir erst auch mal, was kann denn der überhaupt? Eine Impact Grenade, eine Sentry, macht dann richtig Schaden und ein Combat Shield. Erklärt sich aber gleich im Spiel. Das heißt also. Das ist erstmal die normale Kanone. Macht dann natürlich dann ordentlich Rabatz. Dann kann ich hier, warte mal, versuch mal. Da haut der schon ab. So, nächstes Kill-Assist bekommen. Ja, was hält denn der aus? Ah ja, der hat ja, okay, der hat hier so einen guten, sag ich mal. Der macht, der hält natürlich dementsprechend mehr aus als so ein normaler Boost-Soldat, sag ich mal. Ja, wir sind auf dem dritten Platz, also aktuell verstecken, in Anführungszeichen, müssen wir uns nicht. Ja, da kommt wieder das, der Attack hinten, sieht man, lädt gut auf und bam, haut er da uns wieder ordentlich was weg von dem Ganzen. Ja, da kam der eine rum und dann hat mich der andere gut gecircelt in der Zeit. So, jetzt zeige ich euch noch den Officer. Auch da gehen wir ganz kurz noch auf die Abilities ein. Flash Grenade, klar. Battle Command, da ist der Squad, wird dann da ordentlich animiert und ein Turret. Das hat der alles am Start. Der hat so einen Single Blaster. Also da ist er nicht ganz so stark. Und jetzt... Genau, erstmal hier. The MTT has reached waypoint 2. Further attacks must be intercepted. Grenade out. So, die zündet man selbst, habe ich gerade festgestellt. So, mal schauen, was mein Turret da so anstellt. Jetzt nicht rein. Ist ein wunderschönes Spiel rein optisch. Jetzt habe ich es detonieren lassen. Im Turm, weil der da hinten mir gerade nichts mehr bringt. Da sehen wir, da kommt der Disruptor wieder da vorne. Er wollte schon wieder losschießen. So, ein bisschen unseren Turm mal machen lassen. Und langsam hat unser MTT da richtig Probleme.
Sehr gut, der ist mal weg. Der hat uns da jetzt ein bisschen besorgt. Er hat da drüben einen Sniper. Keine Chance in dem Fall. Und jetzt ist uns MTT gleich im Arsch. 1% und dann ist leider hier das Ganze schon gescheitert. Da war es das auch schon. Aber wir haben trotzdem so ein bisschen was von dem Ganzen gesehen und jetzt schauen wir mal uns auf der anderen Seite der Verteidiger das Ganze dann gleich an. Leider ein Team erwischt, naja, was jetzt nicht so semi gut war, um es noch nett zu sagen. Da war der andere einfach definitiv besser, das Gegnerteam. Und ich gebe es ehrlich zu, mein Skill ist da noch überschaubar. So, wie gesagt, jetzt gucken wir uns auch nochmal die andere Seite dann da an. Und vielleicht schaffen wir es dann noch in dem Video in der Heldenklasse. Das wäre mein Ziel. Da muss man aber natürlich ein bisschen weiter kommen als in der ersten Stage. Zumindest mit meinem Skill. Ja, und hier sind wir jetzt auf der anderen Seite. Da sehen wir, im Prinzip ist die Spiegelung exakt gleich. Wir bekommen genau die gleichen Arten. Specialist, Officer, Heavy und Assault. Und auch hier wieder dann die dementsprechenden Möglichkeiten, sich ins Spiel zu werfen. Also von dem her, da ist was für jeden dabei und da wollen wir uns jetzt natürlich auch gleich mal reinschmeißen. Wir fangen nochmal mit dem Specialist an. So ein Sniper ist am Anfang sehr, sehr hilfreich. Und hier jetzt müssen wir den MTT zerstören und wie gesagt, dann müssen wir jetzt den Disruptor holen und dann mit dem Disruptor müssen wir auf das gegnerische Ding dann drauf schießen. Oh ja, da waren schon ein paar. Die hatte ich so noch nicht auf dem Zettel, aber wenigstens habe ich noch einen in meiner misslichen Lage mitnehmen können. Plötzlich waren da ein paar Gegner. Heide Witzka. Heide Witzka. Aber wenigstens habe ich hier mit der Granate noch ein bisschen was mitnehmen können. Sogar noch einen Kill-Assist bekommen. Weil da sind ganz schön viele, du. Die muss man erstmal da wegbekommen. Ich gucke da in mein Fernglas rein und dann sehe ich plötzlich nur noch lauter Rote. Da war eine Taube. Oh, da kommst du rein. Da sind schon fucking viele. Ich glaube, ich springe schnell auf den Assault, weil da links, also da rechts, da kommt man immer ganz gut durch. Aber da links, da ist immer einiges los und da würde ich gern hin. Aber mit dem Sniper ist da halt nicht so gut Kirschen essen. Hey, die Witzka! Zwei Hits oder drei und dann war das Thema schon wieder durch. Ja, warum auch nicht? Schon wieder so ein ekliger Sniper. So. Einen. Aber wir haben hier echt Probleme, den MTT zu stoppen. Im Gegenteil zu den Gegnern vorher. Ja, ja, ja. Ist ja gut.
Ja, ich habe ihn gesehen, aber ich dachte mir, vielleicht schaffe ich es noch rum. Let's go. We'll do this together. Ich würde euch eigentlich gerne, wie gesagt, wirklich noch eine Hero Class zeigen. Aber in dem Fall. Echt nicht, wird es echt nicht so leicht mit diesem Team. Oder vielleicht kann ich euch mal wenigstens so einen Disruptor zeigen. So, der hat den Disruptor, den müssen wir jetzt verteidigen. Ach, das gibt's doch nicht. Da hat mich nicht mal der gekillt, der mich da vorne gemacht hat, sondern dann der dahinter. In dem Fall bin ich diesmal auch wirklich nicht einer der Guten. Aber ihr seht, das Ding ist hart verteidigt. So, da erstmal kein Gegner zu sehen. Natürlich kenne ich auch die Level selber alle noch nicht so wirklich. So, sehr gut. Da wurde das Ding wieder mal schön beschossen. So, da gab es zwei Kills. So, aber da ging jetzt mal ein bisschen was. Da konnte ich mal ein bisschen was mitnehmen. Und wenn ich merke, das klappt so gar nicht in der Runde, dann nehme ich dann einfach mal einen der dieser Klassen. Klar, ich will euch ja auch ein bisschen was zeigen. Aber wir haben uns ein bisschen nach vorne schießen können wieder mal. Aber ihr seht, schau mal her, wie voll das Ding ist noch hier im Vergleich zu vorhin. Ah, da war jetzt der nächste. Aber in dem Fall ein paar Battle Points und wie gesagt, gleich können wir wenigstens mal den Wookie holen zumindest. Dann sehen wir uns mal den Wookie Warrior an. Aber der MTT, der wird wohl auf jeden Fall durchkommen. Der hat noch 50 Hit-Punkte, so wie es aussieht. Und der ist kurz davor, dass er es hier durchschafft. Da wieder einer von hinten. Aber wie gesagt, ich habe mich wenigstens mal. Oh ja, jetzt nehmen wir mal den Wookie Warrior. Wir machen es jetzt einfach. Der hat hier auch ein paar besondere Thermal Imploder, Frenzy und Fortify. Gucken wir uns einfach jetzt mal den Wookie an. Der hat noch keine Sekunde Ding gespielt. MTT taking heavy damage. Also man kann ja das Ding aufladen, man kann einfach schießen oder man lädt ihn auf. MTT preparing to fire.
Oh, dem mal ein bisschen geschadet wenigstens, wenn ihr da darf mal so rumspringt. Das ist immer alles dann. Oh. So, ich glaube, sie sind durchgebrochen. So, dann heißt jetzt, müssen wir hier das Ding verteidigen. So, weg mit dir. Da hat er da rumgesprungen. Und dann haben wir ihn einfach mal weggemacht. Oh, da hatten wir aber jetzt endlich mal eine richtig satte Action in der Phase. Da konnte ich mich mal ein bisschen zurück damagen. Ich werde die so gern wieder. Aber der ist geil. So, schade drum. Aber wir wussten doch immer, dass Chewbacca einfach der geilste bei Star Wars ist. So ein Wookie. Der kann einen Wookie nicht einfach lieb haben. So, aber wie gesagt, jetzt müssen wir hier die Punkte verteidigen. Ja, wenn halt der Darth Maul ankommt, der besorgt sie halt einfach. Der sagt sich, ist mir egal, was du da machst. Ich mähe dich nieder. Immer wieder. Gar kein Problem. So, jetzt sind sie dann natürlich in dem Punkt drin. Da müssen wir jetzt rein. So, ihr seht, wenn es dann irgendwann stimmungsvoll wird, Stimmung und Atmo kann das Spiel. Also hier geht's richtig rund. Ja, und da haben wir es endlich geschafft. Die Victory nach Hause geholt, auch wenn es zwischenzeitlich sehr schlecht ausgenommen, aber wir haben es geschafft. So, dann haben wir beides gesehen. Einfach mal, erste Mal eine ordentliche Niederlage, schön auf den Sack bekommen und beim zweiten Mal dann schön reingespielt und einen haarigen Wookie. Also da war doch alles dabei, würde ich mal sagen. Das war es dann auch mit dieser Folge von Star Wars Battlefront. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.